Ja, ein Goldfunkel. Essen. Zing. Und schon können wir die Forschungsmaschine bauen. Sehr schön. Nur hier ein Lager bauen, also ein festes Lager. Wegen den ganzen Tollbirds, ich weiß ja nicht. Könnte uns das Leben doch ein wenig schwer machen. Hier. Immer noch ein Tollbird. Und noch so ein komischer Schrein. Touchstone. Komisches Ding. Aber ja, machen wir einfach ein stinknormales Lagerfeuer. So. Und zwar nicht hier, sondern hier, wo viel mehr Zeug zum Abbauen ist. Nein. So. Tada! Licht. Sehr schön. Jetzt hacken wir die ganze Nacht einfach nur die Steine weg. Und verputzen ein bisschen was, weil das ja schlecht wird. Und verbraten und so merschen. Damit füllen wir das Feuer. Soweit, so gut. Tag Nummer 2. Oh oh. Tag Nummer 2 erfolgreich überstanden, würde ich sagen. Wobei das auch nicht so wirklich die Herausforderung war mit der guten Umgebung hier. Und morgen, also in 2 Minuten oder was, sollten wir uns doch mal eine Ecke aussuchen, wo wir ein temporäres Lager aufstellen. Also primär wegen der Forschungsmaschine, dass wir einen Platz haben, wo wir öfters zurückkommen könnten. Ich denke mal, das Gebiet um das Wurmloch würde sich da anbieten. Euch können wir mal braten. Zack. Zack. So. Essen 141. 146. 150. Sehr schön. Geistige Gesundheit auch vollkommen im Rahmen. Jo, ist alles gut. Aber der Knackpunkt ist eh erst, wie gesagt, wenn die Wölfe kommen und wir keine Waffen haben. Und wenn der Winter kommt und wenn wir nichts zu essen haben. Wobei wir jetzt schon mal den Vorteil haben, dass wir Silvester gefunden haben. Das waren ganz schön viele Habens in den letzten Sekunden. Aber ja. Nacht ist gleich rum. Feuer müssen noch eine Weile brennen. Fallen wollen wir hier nicht aufstellen. Hüte. Rabbit Earmuffs. Die sollten wir uns auch noch basteln vor dem Winter. Büffelhead kenne ich auch noch. Tophead. Und der Rest wird nicht aufgeführt. Hm. Okay. Neuer Tag. Wir wollen Richtung Wurmloch. Um da die Forschungsmaschine aufzubauen. Aber nicht auf schnurgeradem Wege. Weil das ist nicht so wirklich weit weg. Sondern so, dass wir da schön abends ankommen. Dann die Forschungsmaschine... Schiene aufbauen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Samen. So. Jetzt frisst der doofe Vogel die Samen auf. Oh, da ist dieses Touchstone-Ding. Genau, dass wir abends da erst hingehen, damit wir die Nacht benutzen können, um die Forschungssachen da zu basteln. Das heißt, jetzt sammeln wir hier noch Steine, Flintstone und was weiß ich ein. Was brauchen wir sonst so gerade? Eigentlich nur mehr Essen und mehr Gold für einen Kühlschrank später, stimmt. Ding, ding, ding. So. Zing, 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 zing. Und Spitzhacke wieder kaputt. Oh ja, scheint echt so zu sein. Gold gibt es nur aus diesen Goldader-Dingern. Weiß jetzt nicht, warum das jetzt so einen Unterschied macht, aber ein kleines Detail, das ganz okay ist. So, da wäre Wurmloch. Da. Das Wurmloch ist ganz schön nah an den Schweinen. Aber ja. Oh, stimmt. Wehrschweine könnte auch noch ein Problem werden. Wenn wir zu nah an den Schweinen bauen und die irgendwann durchdrehen. Aber dazu musst du, glaube ich, Schweinefleisch futtern. Und hey! Was hast du denn da? Ein Krankding. Hallo, Krankding?
Und eine Axt, die gehört aber wahrscheinlich dem Schwein. Und wenn irgendwo so ein Krankding liegt, dann müsste doch auch irgendwo restliche Teile von der Maschine sein. Und hier ist tierisch viel Gold. Das ist komisch. Dass sie zum einen das Gold in diesen komischen Steinen jetzt verstecken. Und nur da. Und zum anderen Gebiete haben, wo es einfach so auf dem Boden rumliegt. In solchen Mengen. Okay. Minisumpf. Oh, und Yaks bräuchten wir auch noch demnächst. Falls wir mal anfangen wollen, eine richtige Basis aufzubauen. Was ich schon ganz gern würde, denn ich will gucken, was alles Neues da ist. Bisher hält sich das ja noch einigermaßen in Grenzen der Neuerung. Jedenfalls die, die mir so auffallen. Und die Pause zwischen der letzten Folge und dieser muss doch ganz schön lang gewesen sein. So, 3, 4 Monate gefühlt? Keine Ahnung. Oh, und wir sollten doch langsam Richtung zu Hause. Zing. Mohahaha. So. Steine dürften wir auch bald ein Stack voll haben. Wie hoch auch immer jetzt die Stacks sind. Stimmt, Tragkapazität hätten sie noch einfügen können. Dass man nicht nur durch die Slots begrenzt, sondern auch durch das Gewicht. Also dass man halt nicht alle Slots voll mit Steinen packen kann. So wird das Ganze nochmal einen extra Schwierigkeitsgrad geben. So, machen wir mal einen kleinen Bogen. Aber echt nur einen kleinen, um die Karte aufzudecken. Jo, hier so lang. Oh, und hier ist auch praktischerweise gleich Wasser und es regnet. Stimmt. Das war eine der letzten Patche, wo Regen eingeführt wurde. Was auch immer der macht, Depri anscheinend. Und vielleicht Feuer löschen. Oh, komm, geh weg. Hey, was machst du? Was zur Hölle? Warum? Ich bin noch ganz weit weg von deinem doofen Ding da hinten. Na gut. Wir sitzen im Regen neben einem Wurmloch und einem Haufen verrückter Schweine und machen jetzt ein Lagerfeuer. So. Kochen wir unser Fleisch. Genau. Njam, njam. 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 Voll. Sehr schön. Es wird spät, ich sollte ein Feuer machen. Ja, das hast du schon. So, du kannst mal. Du kannst mal. Warum kann ich die auf den Boden schmeißen? So. Du bleibst mal da, damit wir Platz im Inventar haben. Dann hätten wir jetzt gerne die Forschungsmaschine. Da. Und tada, ganz neue Möglichkeiten. Sehr schön. Zuallererst hätten wir gerne einen Speer. Dafür brauchen wir ein Seil. Und für ein Seil brauchen wir das da. So. Dann Speer. Also haben wir schon eine Waffe. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt noch mehr Seile. Und die eine Rüstung. Grasshut, Locksuit. Ah, 3 Holz fehlen. Ah gut, das machen wir später. Was brauchen wir noch so? Was gibt's denn Neues? Eine Fackel, Miner Head, Pumpkin. Eine richtige Laterne. Braucht man aber eine Alchemical Engine für und so ein komisches Lichtbulb-Ding. Wo auch immer man das herbekommt. Okay. Tools. Schaufel kennen wir, das goldene Zeug kennen wir, Hammer kennen wir, Pitchfork kennen wir. Ja, das kennen wir alles. Strukturen. Mauern waren auch relativ neu. Eine Rabbit Hutch. Raum für einen Riesenhasen. Und sein komisches Hasenzeug. 10 Karotten, 4 komische Puschel. Bunny Puff. Ja. Birdcage kennen wir, Cobblestone kennen wir. Checkerboard Flooring. Also ja, die Hasenhütte ist das auffälligste Neue hier in dem Gebiet. Oh, und wir sollten das Feuer... Genau. Können wir das damit auch feuern? Nein. Koch, koch. Oh, njam, njam. Njam, njam. Njam, njam. Und wieder voll. Sehr schön.
Essen. Farm, bessere Farm, B-Box, Trockenstand. Da war ich mir nicht sicher, ob das für Fische da war oder um Klamotten zu trocknen vom Regen. Crookpot kennen wir, Icebox kennen wir. Hambed war auch neu. Ein Marble Suit. Es ist schwer, aber es wird dich beschützen. 12 Marble. Wo kommen wir bei einem Marble her? Haben wir noch gar nicht gesehen. Football Helm kennen wir. Sleep Dart kennen wir. Bumerang, B-Mine, Two-Strap. Alles bekannt. Okay. Refine. Nightmare Fuel war auch relativ neu. Purple Gem auch. Ein Pestatitator. verstärkt die inhärenten magischen Fähigkeiten eines Hutes. Ja. Sewing Kit. Damit kann man Kleidung reparieren. Ich wusste gar nicht, dass Kleidung kaputt geht. Ha. Aber ja, doch, ein paar nette Sachen sind dabei. Du, bleib mal hier. Du, bleib auch mal hier. In unserem temporären Lager. So, wir brauchen Essen. Das heißt, wir gehen einfach mal in die Richtung und sammeln alles so an Beeren und Karotten ein, die wir finden können. Hasen sind gerade keine draußen. Okay. Aber wir könnten Fallen aufstellen für später. Zing. Oh, wir haben kein Gras mehr. Na gut. Zing. Dran denken, dass wir das später mal wieder prüfen. Hehe, wir könnten ein Toy Bird Eye klauen. Weglaufen. Und das ausbrüten für später. Für unsere Small Bird Armee. Auch wenn die nicht so wirklich lange bei uns überlebt haben. Oh, Straße. Sehr schön. Hey, der folgt uns ja immer noch. Hallo, Tollbird. Du bist schneller geworden, kann das sein? Oh, und starten Grab an. Ja. Was warst du? Hast du eine Fußspur zu dem Elefanten, der neu gekommen war? Den hatte ich auch mal versucht aktiv zu finden. Meine Theorie dazu war, man muss immer, nachdem man eine von den Fußstapfen gefunden hat, in die Richtung dann weitergehen. Also es wäre jetzt hier, wenn man eine Linie zwischen beiden Fußstapfen zieht. Und dem Ganzen immer weiter folgen, bis dann irgendwann der Elefant selber kommt. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Lage sind, umzubringen. Und deswegen nur ein bisschen einsammeln sollten, dann verschwinden. So, ja, ganz neues Gebiet hier. Wobei ich sagen muss, dass die Weltgeneration mir besser gefällt als vorher. Also, wenn da wirklich was geändert wurde. Sonst war es einfach nur Zufall. Weil vorher war es doch ein wenig komisch mit den Übergängen. Da war schon zu viel Wasser. Jetzt hat man wieder ein bisschen größere Flächen. Das finde ich wesentlich angenehmer. So, da oben ist ein Kanickel. Kriegen wir dich? Einmal außen rum. Einmal da rum. Und Geronimo! Ja. Yeah. Dich haben sie auch geändert. Ich jag dich jetzt bis zur Falle nach Hause. Nee, tue ich nicht, aber es ist, okay. Das haben sie definitiv schwieriger gemacht. Das war eine Zeit lang mal richtig einfach zu überleben. Einfach im Hasengebiet Siedel mal durchgehend Essen gehabt. Zumal die Hasen sich auch nicht gegenseitig verscheucht haben. Das war ja deren erster Schritt dagegen. Dass wenn man einen Hasen umbringt, dass alle Hasen in der Umgebung den Schiss bekommen und sich auch verpieseln. Was schon mal sehr viel gebracht hat, um das Ganze schwieriger zu machen. Und jetzt noch das, dass sie nicht direkt nach Hause laufen, beziehungsweise sie versuchen es und... Was zur Hölle ist das? Ich frage mich, ob ich das Ding bewegen könnte. Pickaxe? So. Spelunk Sinkhole.
Oh, sehr schön. Das muss dieses Hasending sein. Das wäre nur unter Spinnennestern zu finden. Höhlen sind ein Work in Progress. Wir arbeiten immer noch an den Höhlen. Willst du? Nein. Ja. Oh. Ganz neue Welt. Und da sind die Hasen. Und komische Didgeridoo-Musik. Nee, das ist so ein Mundding. Also ein Faden, den man sich quasi in den Mund hält und dann zu Geräusche macht. Aber ja, klingt sehr interessant. Oh, Spinnen. Ah, das ist tierisch dunkel hier. Das ist schon mal nicht so schön. Warum zuckt das Seil? Fackel. Ich kann nicht mehr tragen, okay. Dahin Essen mitnehmen. Das Seil ist weg. Was? Ich werde von einem Seil verarscht. Hier ist ein Labyrinth. Das sind keine natürlichen Wände. Schon mal sehr komisch. Und auch Steine, Steine, Steine. Und auch komisch, dass hier unten überhaupt Gras wächst. Und wow, wow, wow. Ja, und die werfen auch Sachen. Das finde ich nicht so toll. Seil, Seil. Ja, 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 ja. Huh. Oh, wow, wow, wow. Und ich habe die Hölle freigelassen. Sie wird auf ewig diese Welt heimsuchen. Weg hier. Die Zeit ist anscheinend auch weitergelaufen. Mitkommen. Wir müssen ganz schnell nach Hause. Also ja, ich denke, die Höhlen werden etwas sein für später. Wenn man ein bisschen besser ausgerüstet ist. Und auch mehr Ressourcen dabei hat. Also um sich neue Rüstung zu basteln und Footballhelm und neue Speere und Fackel ist alle. Und auch, genau, Material für Fackeln zum Beispiel. So, wie hätte ich jetzt gerne euch verbrannt. So, und noch einen von euch. Und morgen sollten wir unbedingt neues Holz sammeln gehen. Aber ja, erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich jetzt mal wieder angefangen habe zu spielen. Wobei ich wirklich nur dieses eine Leben spielen werde und mich dann wieder um die anderen Projekte kümmern. Also dann, bis gleich.